Franz Ruppeyer hat ein Bombo-Resultat erzielt im Oberwallis mit 21.934 Stimmen. Hat er das so erwartet? Nein, ich habe das so nicht erwartet. Ich bin sehr dankbar für das Resultat. Das ist das beste Resultat im Oberwallis. Ich möchte allen, die mir da geholfen und mich unterstützt haben, herzlich merci sagen. Hat er das überrascht, dass er in der Deutlichkeit vorne liegt? Nein, man hat ja gewusst, dass es für das Oberwallis knapp wird und dass ein paar die Spitzenkandidaten vorne weg sind. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr überrascht, dass ich das höchste Resultat habe. Und auch in drei grossen Gemeinden, also Nattersch war ja bombastisch, aber auch in Brigg der erste und Fischbe, glaube ich, der zweite und ein Haufen anderer Orte vorne weg. Das ist wirklich ein Bombo-Resultat, aber auch für die Partie. Die Partie hat im Oberwallis sehr gut abgeschnitten. Aber für definitiv das Gratulieren ist immer noch zu früh. Er hat vorher selber gesagt, muss man jetzt noch einen Moment warten? Es ist ja so, es gibt verschiedene Hochrechnungen. Die Hochrechnung von Menges Medien, Nouvelliste, gesehen, dass wir die zwei Sitze behalten. Dann gibt es aber eine Hochrechnung vom Schweizer Fernsehen, die sagt, dass wir einen Sitz verlieren. Also die Tatsache ist, und das haben wir vorher auch so gesehen, dass wir im Oberwallis sehr gut ein Resultat machen. Also jetzt sogar zugelegt. Im Unterwallis ist es relativ schwach. Und es kann natürlich sein, dass mit dem schwachen Resultat im Unterwallis am Schluss wir die Zeche zahlen hier im Oberwallis. Aber wir müssen warten, wahrscheinlich bis am Abend letzte Gemeinde uns gezählt. Vielleicht noch das Wort allgemein zum Oberwallis. Man muss ja leicht zulegen. Schweizweit hat man 11 Sitze verloren. Auf was führt man das zurück, dass man im Oberwallis jetzt trotzdem das von Bayer Schatten behalten kann? Ja, ich glaube, wir haben eine gute Kampagne gemacht. Wir sind mit guten Kandidaten gestartet. Wir eigentlich alle von amtierenden Oberfraktionschef, Grossrat, Gemeinderat, wir sind mit allen besten Leuten gegangen. Und natürlich auch mit dieser Mehrzahl von Listen, also die Gewerbeliste, die Jugendliste, die Freulisten. Im Gesamten hat sich das ausgezahlt. Ich glaube, wir haben alle zusammen einen guten Wahlkampf gemacht. Und das ist darauf zurückzuführen, dass wir so ein gutes Resultat hier im Oberwallis gemacht haben. Besten Dank, Herr Ruppo. Merci.